Grüß Gott, meine Damen und Herren, ich darf Sie zu einer ganz besonderen Ausgabe von Was schätzen Sie begrüßen. Die heutige Sendung wollen wir voll und ganz der im Herbst verstorbenen Opernsängerin Editha Grubarova widmen. Sie war ja bekannt als Königin der Koloratur, hatte den Beinamen Slowakische Nachtigall und ihre Rollen führten sie in die Opernhäuser von Wien über Mailand bis nach New York. Neben ihrem künstlerischen Erbe hinterlässt die leidenschaftliche Sammlerin auch eine Fülle an Kunstwerken und Antiquitäten, die im Herbst hier im Dorotheum versteigert werden. Und einige besonders spektakuläre Objekte aus ihrem Nachlass wollen wir heute gemeinsam mit den Expertinnen und Experten des Dorotheum genauer inspizieren. Sehen Sie nun einen kleinen Rückblick auf das Leben und die Karriere dieser einzigartigen Opernsängerin. Das Talent der 1946 in Bratislava geborenen Editha Grubarova wird schon früh von ihrem Umfeld erkannt. Ich habe immer bei allen Schulfesten gesungen. Die Lehrerin hat es schon in der ersten Klasse Volksschule erkannt, die zu meiner Mutter gesagt hat, ihre Tochter sollte Sängerin werden eines Tages. Nach 6 Jahren am Konservatorium Bratislava verfeinert die Kammersängerin Ruthilde Bösch die Stimme der jungen Sopranistin in Wien. Durch sie erhält sie auch die Möglichkeit für ein Vorsingen bei Karl Böhm, für die Neuinszenierung von Ariadne auf Naxos an der Wiener Staatsoper. Und er hat sich das also angehört und nachher hat er gesagt, ja, mein Kind, wir machen das zusammen. Und das war mein Durchbruch. Es folgten Engagements in den bedeutendsten Opernhäusern und Editha Grubarova avancierte zum Weltstar. Sie erhält zahlreiche Preise und es werden ihr sogar Ausstellungen gewidmet. Im Laufe ihres außergewöhnlichen Lebens hat Editha Grubarova viele Spitznamen bekommen. Slowakische Nachtigall und Königin der Koloratur wurde sie genannt oder aber auch Hohe Priesterin des Bel Canto. Besonders auffallend ihr außerordentliches Verständnis für Gesangstechnik. Das ist auch wahrscheinlich eine Art Talent, eine Gabe. Es zu schaffen, das zu verstehen, was da alles geschieht beim Singen. Und bewusst aufzuführen, durchzuführen, bewusst wissen, absolut hundertprozentig, was passiert mit jedem Ton. Und in so vielen Jahren muss das ins Fleisch und Blut übergehen. Zum letzten Mal war sie an der Bayerischen Staatsoper am 27. Mai 2019 als Königin Elisabetta in Donizettis Roberto de Verreux zu hören. Das Publikum dankte es der Sängerin mit 50 Minuten Applaus. Ein Jahr später erklärte sie ihre Karriere als beendet. Editha Grubarova starb am 18. Oktober 2021 in Zürich. Wir zeigen Ihnen heute in unserer Was schätzen Sie Ausgabe eine handverlesene Auswahl an Objekten, die aus dem Nachlass von Editha Grubarova stammt. Auf den ersten Blick eindeutig ein Collier, aber es ist auch ein Diadem. Die Augen sind geschlossen, der Mund geöffnet und sie pausiert gerade, bis sie vielleicht ihre nächste großartige Koloratur loslässt. Es ist vor allem deswegen interessant, weil hier alle Opern, die sie gesungen hat, oder alle Veranstaltungen eingetragen sind. Und zwar über Jahrzehnte. Diese Waldlandschaften waren bei ihm anders, als wenn wir hier in Österreich und in Deutschland eine Waldlandschaft haben. Die sind immer wirklich lichtdurchflutet, sonnendurchflutet.
Nach Bratislava und Wien war Zürich für mehr als 30 Jahre die Heimat von Editha Grubarová. Ihr Haus im Zollikon war ja nicht nur ihr Wohnort, sondern gleichsam eine Art Museum für ihre liebsten Kunstgegenstände. Wir haben die beiden Töchter der Sopranistin besucht, die in diesem Haus einen großen Teil ihrer Jugend verbracht haben. Nahe des Zürichsees befindet sich das Haus von Editha Grubarová. Ihre beiden Töchter Claudia Huber und Barbara Klimo haben viel Zeit mit ihrer Mutter verbracht. Ist das Gesangstalent auf die beiden übergegangen? Opa, nein, danke. Sie hat probiert, mal uns zum Singen zu bringen. Und dann haben wir, glaube ich, festgestellt, alle, das bringt nichts. Nee. Und war aber auch nie angestrebt. Und ich bin auch froh, dass ich nicht das Talent hatte, weil ich glaube, es ist sehr schwierig, neben so einer Persönlichkeit als Tochter, dann auch irgendwie irgendwo hinzukommen. Man wird darum verglichen und dann muss man schon fast besser sein, was ja nicht mehr möglich war. Dennoch kennen die beiden die Konzerthäuser rund um den Globus und haben die Opernwelt hautnah miterlebt. Wir sind sehr oft mitgefahren. Wir haben auch Sommerferien in Salzburg verbracht, bei den Salzburger Festspielen. Für uns war das Ferien, für unsere Mutter war das Arbeit. Und man konnte hinter die Bühne gehen. Das habe ich immer sehr geliebt. Und sehen, wie sie sich umgezogen hat, wie sie geschminkt wurde. Und zwar, das war schon sehr, sehr aufregend. Ja. Wenn wir auch mit hinter der Bühne waren, war sie eigentlich am lebendigsten. Aufgeblüht ist sie auch in ihrem Garten, den sie gerne als Rückzugsort genutzt hat. Also der Garten war für sie unheimlich wichtig. War unheimlich wichtig, ja. Es hat sie geerdet, also wenn das alles, dieses ganze Singen und Kunst ist ja alles sehr in den Lüften. Und auch die vielen Menschen, also das war ja auch viel, immer unter Menschen zu sein. Und im Garten war sie halt geerdet, wirklich. Ja. In der Erde buddeln, dreckig sein. Ja. Ja, das hat sie geliebt. Ja. Ja. Wenn das alles geblüht hat, dann schau und schau und schau, es war wirklich schön. Oder wenn ein Apfel kam, dann war dieser Apfel heilig. Heilig. Also ja, aber herzig. Ja. Das war ihr Leben eigentlich. Aber auch in ihrem Haus hat sich die Opernsängerin verwirklicht. Das mittlerweile leere Anwesen war zu Lebzeiten mit vielen Kunstgegenständen dekoriert. Also jetzt im Haus zu sein und dass es jetzt so leer ist, ist für mich ganz furchtbar. Also ich habe noch viel erlebt hier mit meiner Mutter. Ich habe sie viel besucht, ich habe hier viel gelebt mit ihr noch in letzter Zeit. Also das bleibt einfach. Und auch wenn es leer ist, ist es für mich immer noch voll, also voller Geschichten. Sie ist auch immer noch da. Sie ist wie, als würde sie jetzt dann um die Ecke kommen und mich wieder begrüßen. Es ist traurig, weil sie hat dieses Haus mitgestaltet, mit aufgebaut. Sie hat mal selber gesagt, das war ihr Lebenswerk, alles, was da drin war. Und sie hatte ja so viele Bilder an der Wand, wo sie selber drauf war. Und es war mal eine Person, der Herr Keller, wenn du dich erinnerst, der hat dann gesagt, sie hat mit sich selber gelebt. Und das war eigentlich schon ein wahrer Satz. Mhm. Ja, also alles, was da drin war, die Bilder und alles, was sie angesagt hat, sie wiedergespiegelt. Und sie hat damit und mit sich selber gelebt. Ein von Ernst Fuchs gemaltes Bild der Kameliendame, für das Editha Grubarová Modell gesessen ist, hat den Stiegenaufgang des Hauses geschmückt
Claudia und Barbara erinnern sich noch an die Entstehung des Gemäldes. Ich war ein-, zweimal dabei. Ja, und dann hat der Herr Fuchs halt aus seinem Nähkästchen geplaudert und wir haben da schön zugehört. Mit seinen vielen Kindern. Mit seinen vielen Kindern. Die und kleinste sind viele Leute haben so, ja. Der war schon über 70, ja, genau. Das war so ein kleines Kind. Genau. Die ist dann auch aufs Bild los mit dem Pinsel. Ja. Und unsere Mutter hat sie weggescheucht. Also da war schon immer Jubel, Trubel. In Wien besuchen die beiden nun das Dorotheum, um die Darstellung ihrer Mutter von Expertin Marianne Hussel-Hörmann schätzen zu lassen. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie dabei waren, wie es gemalt wurde? Teilweise waren wir dabei, nicht beim ganzen Entstehungsprozess. Aber wir haben auch noch ein Foto mitgebracht. Ah, darf ich schauen? Ja, wo man sieht, wie sie Modell sitzt dort stundenlang. Sehr schön. Ja, auch anstrengend mit dieser Pose wahrscheinlich. Ja, also ja. Das hat viele Stunden gedauert und für uns auch ein bisschen lang gedauert zum Teil, so waren wir nicht immer dort. Also. Und wo ist es gemalt worden? In Wien? In der Fuchsvilla, da in Penzing im 14. Bezirk. Genau. Interessant. Und das hat sich Ihre Mutter gewünscht, bestellt, hat das der Fuchs vorgeschlagen. Wie ist das überhaupt vor sich gegangen? Ja, das hat unsere Mutter bestellt, und zwar für den Umzug in die Schweiz, also für das Haus. Das aber nicht bestellt. In dieser Größe. Also sie war sich auch nicht bewusst, dass das so groß wird. Und dann gibt es ja so eine Geschichte, dass der Herr Fuchs dann mal geschrieben hat, ja, es wird jetzt doch größer, das Bild, aber er würde ihr dann auch das Haus drumherum bauen. Sehr gut. Also sie hat eine gewisse Größe bestellt, die ins Haus passt. Und. Genau, und das wurde dann eben immer größer, scheinbar. Und dann hat er ihr das vorangekündigt, ja, es ist jetzt doch größer geworden. Und so aber gepasst hat es. Gepasst hat es dann trotzdem, ja. Und in welchem Jahr wurde es gemalt? Es ist datiert, 1989. 1989. Genau. Gut, dann, Frau Hussel-Hörmann, würde ich Sie jetzt bitten, dass Sie uns ein bisschen was erzählen über den Professor Fuchs und vor allem über dieses Bild. Hier. Geben Sie mir vielleicht das Foto? Sehr gerne. Das ist jetzt nämlich eigentlich ganz genial, dass man so etwas hat. Das ist ja wirklich sehr, sehr selten. Ernst Fuchs ist eine Größe, nicht nur in Österreich, sondern international. Er war ja Mitbegründer und einer der Hauptvertreter des fantastischen Realismus, also einer Kunstströmung, die mit einer überbordenden Fantasie vieles von alter Mythologie oder vom Alten Testament neu interpretiert und viele verschiedene Bildmotive miteinander verknüpft. Also, und das Ganze mit einem faszinierenden Realismus, fast schon überzeichneten Realismus. Also dafür ist Ernst Fuchs bekannt und berühmt. Und was man vielleicht weniger so sich bewusst ist, ist, dass er auch ein genialer Porträtist und ein sehr gefragter Porträtmaler gewesen ist, auch von Künstlerkollegen oder Künstlern, mit denen er befreundet war oder großen Respekt hatte. Wen hat er denn noch gemalt? Ja, das ist eben interessant, dass er zwei Jahre vorher, 1987, hat er auch Placido Domingo porträtiert. Und zwar auch in einer Opernrolle, in der Rolle von Richard Strauss Salome. Und auch in so einer Dimension. Und das Interessante ist, dass er bei diesem Bild von Placido Domingo schreibt, dass er ist zuerst notwendig gewesen ist, dass er sich mit Skulptur und mit Raum, also mit Bühnenbild auseinandersetzen musste, um dann diese Künstler in ihren Theaterrollen so zu platzieren, dass sie wirklich fast lebendig da sind und auch in dieser ganz bestimmten Atmosphäre, die so eine Opern ja transportiert, dass er das eben auch erfasst und wiedergibt. Und ich glaube, gerade bei dieser Kameliendame ist ihm das sehr, sehr gut gelungen, ist geradezu berührend fast, wenn man auch ihr Gesicht betrachtet, nicht? Also die Augen sind geschlossen, der Mund geöffnet und sie pausiert gerade, bis sie vielleicht ihre nächste großartige Koloratur loslässt. Und man merkt aber auch diesen Trance-Zustand fast, in dem so eine Opernsängerin sein muss, um diese Rolle so überzeugend zu verkörpern. Und ich glaube auch gerade, wenn man das jetzt, vielleicht kann man das ja ganz gut sehen, also sie sitzt auch auf einem anderen Stuhl, aber sie sitzt auf dem Stuhl und sie hat also den Kopf erhoben
Aber wenn man dann noch dieses Gesicht oder hier dieses Gesicht betrachtet, dann war ihm das, war sie ihm offensichtlich nur wichtig als Inspiration, aber nicht, er hat sie nicht abgemalt. Ja. Weil die Pose ist dann doch wieder anders, das Gesicht ist noch anders gehalten. War das Ziel eigentlich, dass er sie abmalt oder so quasi schon, dass man sie erkennt? Oder war das, das war mehr das Ziel, dass sie als Violetta festgehalten wird. Okay, ja, also die Rolle war wichtiger jetzt als wirklich genau. Es gab das als Foto, oder gibt das als Foto, eben als Rollenfoto. Aber ich glaube schon auch, dass er sie auch noch eben sehr personalisieren wollte, dadurch, dass sie dann dort gesessen ist, dass die Züge wirklich... Ja, das war auch sicher wichtig als Inspiration, nicht nur rein aus der Fantasie heraus oder rein aus einem, von einem Foto, so wird sie wirklich lebendig. Inwieweit steigert das so ein Bild vom Ernst Fuchs, wenn da jemand drauf ist, den man gekannt hat, der eine der berühmtesten Opernsängerinnen der Welt war, ist das eine massive Preissteigerung oder ein bisschen? Also ein bisschen würde ich sagen, ist zu wenig. Nein, das hat sicher einen großen Einfluss, weil einfach die Interessen da sind. Das ist ja, wäre für ein Museum genauso interessant wie eine größere Sammlung oder für jemanden, der einfach ganz eine enge Begeisterung für diese Opernsängerin gehabt hat. Also, und zwar international. Sie ist ja wirklich eine internationale Größe und das bin ich mir sicher, dass das einen guten Effekt haben wird. Gut, Frau Roslauer, dann darf ich Sie bitten, ob Sie uns eine Schätzung sagen können? Also wir haben das Bild jetzt für die kommende Auktion mit 14.000 bis 25.000 taxiert. Und damit ist eigentlich alles offen. Mit guten Chancen, dass Fuchs ist gefragt. Mit sehr guten Chancen, absolut. Okay, super. Dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich. War hochinteressant. Ja. Auch Ihnen vielen, vielen Dank und wir sehen uns ja gleich noch einmal. Ja. Bis zu ihrem letzten Auftritt an der Bayerischen Staatsoper 2019 hat Editha Grobarowa Jahr für Jahr zahlreiche Auftritte absolviert. Das zeigen auch ihre privaten Kalender. Es ist eine hochinteressante Sache. Das sind hier die Kalendereinträge aus mehreren Jahren. Nehmen wir mal nur eins heraus. Das ist jetzt 1984 bis 1993. Und hochinteressant, wenn man schaut. Ja, es ist vor allem deswegen interessant, weil hier alle Opern, die sie gesungen hat, oder alle Veranstaltungen eingetragen sind. Ja, und zwar über Jahrzehnte. Ja. Das heißt, über Jahrzehnte, wo man genau nachschauen kann, da war sie in Covent Garden und dann ist sie an der Met und was hat sie gesungen? Oder ich habe auch gesehen, Wien, Traviata in Wien und hier, glaube ich, zum Beispiel. Ja, Traviata in Wien. Und wann? 20. Oktober 1984. Er hat sie selber hineingeschrieben, das ist ihre Handschrift. Ja. Es sind, muss ich es noch einmal nachziehen, ich glaube, es sind 9 Stück. Wobei die natürlich über mehrere, 7 Stück über mehrere Jahrzehnte. Für einen Opernfan etwas Großes. Eine wirkliche Fundgrube, das ist wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Es war gar nicht so leicht wahrscheinlich zu schätzen, aber wo können wir uns da ungefähr einpendeln? Ja, also ich würde es wahrscheinlich so mit 3.000 bis 5.000 Euro ausrufen. Okay. Und als Schätzwert würde ich 8.000 ungefähr angeben. Ja, warum nicht? Also das kommt mir wirklich sehr interessant vor. Dann haben wir noch etwas von der Familie. Das ist ein Manuskript, ein eigenhändiges Manuskript von Richard Strauss. Und zwar ist das Waldseligkeit, Opus 49, 1. Opus 49 ist nämlich ein Liederzyklus von 8 Liedern. Und das hier, diese Waldseligkeit, ist das erste Lied. Darf man sie anschauen mal? Ja. Ja. Hier haben wir eine Widmung vom Sohn von Richard Strauss an einen Schweizer Musikwissenschaftler, der heißt Willi Schuh. Und dessen Spezialgebiet war Richard Strauss. Und zum 100. Geburtstag vom Richard Strauss, der ist nämlich 1864 geboren, hat der Sohn von Richard Strauss, diesem Willi Schuh, eben dieses Lied gewidmet. Und scheinbar binden lassen vorher schon, weil die Widmung ja in der Bindung drinnen ist. Okay, verstehe. Und hier jetzt beginnt das Lied. Aha. Und es sind 2 Seiten. Es ist eine schöne Reinschrift. Aha.
ganz eigenhändig, mit der eigenhändigen Textunterlegung. Das Lied ist komponiert im Jahr 1900, 1901 uraufgeführt und 1902 dann im Druck erschienen. Interessant. Das heißt, jede Note ist vom Strauss selber? Ja. Können Sie das lesen? Ja, sehr ruhig. Was steht hier? Das ist ein Gedicht von Richard Demel. Das war damals ein sehr bekannter deutscher Lyriker und Schriftsteller. Der ist ungefähr gleich alt wie der Richard Strauss. Mhm. Und, was heißt das? Sehr ruhig. Und unter ihren Zweigen, da bin ich ganz allein, da bin ich ganz mein eigen, ganz nur dein. Das ist ein bisschen was Erotisches, oder? Ja, also ich habe mir den Text ja angeschaut. Okay. Ich bin nicht, weiß Gott, wie beeindruckt von diesem Gedicht. Aber ich glaube, darum geht es jetzt nicht wirklich, ja, von der Güte dieses Textes. Es geht um eine wirklich Komposition von Richard Strauss. Kriegen Sie immer wieder so ganze, ich meine, wahrscheinlich kriegt man ein paar Noten, Zitate, aber ein wirklich ganzes Lied, eine richtige Anfang, Mitte, Ende Komposition? Das ist eher selten. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Autograph, muss man dazu sagen. Eine sehr schöne Reinschrift. Aber kommt ab und zu vor? Kommt ab und zu vor, wird aber auch dementsprechend honoriert vom Publikum. Jetzt bin ich gespannt. Also, das ist auch in einem tadellosen Zustand, sage ich jetzt einmal, ist gut gehalten. Was kann das wert sein? Was kann das bringen? Ja, ich würde auch sagen 8.000 bis 10.000, 12.000 Euro. Das wäre der Rufpreis? Nein, das wäre der Schätzpreis. Der Schätzpreis. Also ich glaube, dass bei dieser Auktion aber keine Rufpreise sind wie bei den normalen Autografen, sondern sowieso Schätzwerte oder Schätzpreise. Deswegen werde ich sowieso einen Schätzpreis ansetzen müssen. Okay. Und verkauft sich wahrscheinlich sowas? Ja, das glaube ich sicher. Okay. Ja. Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Gerne. Auf bald. Bevor es in die Schweiz übersiedelt ist, hat Editha Grobarowa ihren großen Aufstieg als Sopranistin in Wien erlebt. Ihre beiden Töchter, die in Wien auf die Welt gekommen sind, verbinden viele schöne Erinnerungen mit ihrem Geburtsort. Da war noch unsere Großmutter da, also da waren wir noch mehr Familie, da war unser Vater, eben unsere Großmutter hat mit uns gewohnt. Sie war mehr vor Ort, weil sie fest engagiert war an der Staatsoper, was ja dann hier eben nicht mehr war. Und da haben wir schon noch mehr dieses Familienleben gelebt. Mhm. Also für mich ist Wien meine Heimat. Ich bin zwar schon länger in der Schweiz, wir leben schon länger in der Schweiz, aber für mich ist Wien meine Heimat. Das wird sie bleiben, für immer. Schon in Wien hat die Königin der Koloratur begonnen, Kunstgegenstände zu sammeln und ihre Sammelleidenschaft nach dem Umzug in die Schweiz noch weiter vertieft. Also unsere Mutter hat vieles gesammelt. Fangen wir mal bei den kleinen Sachen an. Sie hat eigentlich alles gesammelt, in Hotels zum Beispiel. Shampoos, Seifen, Duschgels, Badehauben, manchmal sogar Badeschlapfen. Also ganzen Kästen waren voll. Aber das sind nur so die kleinen Anekdoten. Also sie hat natürlich eine schöne Kunstsammlung gehabt. Also wirklich Statuen, Statuetten, Bilder. Schmuck war Editha Grobarowa besonders wichtig. Im Nachlass befindet sich ein Collier, das mit Edelsteinen besetzt ist. Ein Lieblingsstück, wie die Töchter erzählen. Das war, glaube ich, eines ihrer ersten Colliers, die sie sich geleistet hat. Ja. Und die hat sie auch sehr viel getragen am Anfang. Das hat sie sehr viel getragen. Ja, also aber eben nur zu Konzerten. Das, überhaupt generell, der Schmuck, den sie hatte, das war hauptsächlich für Konzerte. Und dieses Collier, das war so ihre erste Errungenschaft. Große Errungenschaft, Im Dorotheum soll nun Schmuckexpertin Astrid Fialka-Heritsch den Wert dieses Colliers bestimmen. Ihre Mutter hat das immer wieder getragen. Es gibt zum Beispiel dieses Foto. Ja, genau. Wo hat sie es her? Wir denken aus London. Es muss in London gewesen sein, 80er Jahre. Auch bei einer Versteigerung. Ja. Wirklich? Ja, genau. Ja. Ah, sie war bei Auktionen sie und war so. Sie war auch bei Auktionen immer wieder, Haben Sie eine Vorstellung, was das ungefähr wert sein könnte oder keine Ahnung?
weniger. Okay, nicht. Es hat geheißen, es ist sehr wertvoll, aber genaue Vorstellung haben wir jetzt nicht. Sie nicken jetzt schon. Ja, schauen wir uns das an. Dann schauen wir uns genau. Das an. Ja, also es ist wirklich ein sehr prächtiges Collier, wie wir sehen, besetzt mit Brillanten. Vielleicht einmal von der Historie her. Es ist in Gold und Silber gearbeitet. Das ist eine typische Produktionsform für die Jahrhundertwende um 1900, also wird auch von der Zeit her aus dieser Zeit stammen. Interessant war und ist auch neu für mich zu hören, dass es aus London möglicherweise kommt. Ja. Vom Stil her ist es kein englisches Stück, also das muss man vielleicht auch sagen, es ist sehr zart gearbeitet, sehr luftig gearbeitet, mit sehr viel Transparenz. Auch diese schneckenförmigen, rocaillenartigen Verzierungen weisen eher auf ein, sage ich, vielleicht sogar südländisches Stückchen, auch von der Fassungsart der Steine. Ich möchte Ihnen vielleicht noch ein bisschen was zur Konstruktion sagen, weil auf den ersten Blick eindeutig ein Collier, aber es ist auch ein Diadem. Und das ist das Tolle an diesem Stück. Ich nehme das jetzt runter. Das wusste, nicht, wusste sie sicher nicht. Wusste sie auch wahrscheinlich Schade. Nicht. Ja. Also man sieht hier, wenn man das Stück einmal so betrachtet, man kann es rausnehmen. Es ist in mehrere Teile zerteilt. Ja. Also es sind hier Glieder. Ja, ja. Und das Interessante ist, wenn man es umdreht, sieht man hier nämlich einige Sachen. Und zwar sind hier die Gewinde für die Schrauben, damit die Karkasse dann befestigt wird. Die Karkasse ist jene Unterkonstruktion, die notwendig ist, dass alles, was hier jetzt baumelt, dann nach oben steht. Ja. Man hat hier ein kleines Gewinde drinnen, man hat hier eben einzelne Schrauben noch und kann entweder nur diesen Teil hier, also das große Mittelteil, als Diadem tragen oder aber je nachdem, wie die Karkasse gebaut ist, wirklich schön ins Haar stecken. Also das ist immer diese Multifunktionalität, die damals durchaus üblich war. Ja. Das Gestell gibt es vielleicht noch irgendwo, könnte das sein? Haben wir nicht gesehen. Ich glaube nicht, dass es gewusst hat. Ja. Und wenn man das also wirklich, das ist mit einem Handgriff wieder zusammenzufügen, man hat hier das, die Öse, wo das durchgeht, und dann liegt es wieder ganz perfekt am Hals an. Vielleicht darf ich noch ein bisschen was zu der Qualität der Steine sagen, weil ja das doch das Merkmal oder das Hauptmerkmal dieses wunderschönen Colliers ist. Ich richte das nur ein bisschen. So. Der Mittelstein, der ja sehr prächtig ist, ist ein sogenannter Altschliffstein, Altschliff-Brillantschliff, modifiziert in Form eines Cushion-Cuts, also so ein Pölsterchen, das sieht man, er ist nicht ganz eckig, er ist nicht ganz rund. Er hat die typische Schliffform eines Altschliffbrillantens, das heißt, die Spitze ist unten abgeschnitten, relativ kleine Tafeln. Der Stein, dieser Cushion-Cut, hat ein Gewicht von ungefähr 6,5 Karat, das ist doch recht beachtlich, also zwischen 5,5 und 6,5 Karat und der untere Stein circa 3 Karat. Also das sind schon recht beeindruckende Steine, die, wo man sich vergegenwärtigen muss, dass die in der Natur erst einmal vorkommen müssen in der Größe, dass man noch diese Größe rausschleifen kann. Also das ist durchaus beachtlich. Es ist auch rückwärts sehr schön gearbeitet, sehr luftig, leicht. Es fehlen keine Steine. Also das ist sehr liebevoll immer behandelt worden. Aber Sie wollen es auf jeden Fall verkaufen? Ja. Sie teilen schwesterlich? Ja, wir teilen ganz schwesterlich. Ja. Dann sollen wir jetzt schon langsam einen Preis nähern. Das ist immer schwierig, weil ja, genau dieser Faktor natürlich. Ja, aber das sind Sie mal hier. Ja, das stimmt. Es ist natürlich so, dass einmal das Technische, das Berechnen der Steine, das Berechnen der Größe, der Mittelstein, der untere Stein ist ein wesentlicher Faktor. Der Zustand ist ein wesentlicher Faktor natürlich. Die Zeit, aus der es stammt, in Berücksichtigung. Und dann kommt eben dieser, sage ich einmal, Bonus noch dazu. Wir haben jetzt einmal den Schätzwert für dieses Collier zwischen 60 und 100.000 Euro angesetzt. Ja. Nicht schlecht, das oder? Ist schlecht. Ja. Also es wird auch sicher eines der, sage ich, Hauptstücke bei einer Auktion sein. 60 bis 100? Ja. Das ist eine Art Rekord unserer Sendung, glaube ich, haben wir noch gar nicht gehabt. Ja. Aber ein toller Schade. Preis. Ganz herzlichen Dank, hochinteressant, was wir alles erfahren haben. Wir haben aber noch etwas.
Noch etwas? Wir haben noch etwas, was ich zeigen kann an Schmucklichkeit. Und zwar haben wir das hier auf diesen Puppen präsentiert. Wobei man gleich dazu sagen muss, das, haben Sie mir erzählt, ist ein Kostüm, das Ihre Mutter hat machen lassen. Das ist ein Konzertkleid. Das ist ein Konzertkleid, ja. Ein Konzertkleid. Und das ist das Originalkostüm von der Königin Elisabeth aus der Oper Roberto Devereux. Toll. Ja. Aber es geht jetzt nicht um die Kostüme, sondern es geht hier... Es geht ums Gesamte. Ums Gesamte, aber vor allem um das Collier hier oben. Ja, also was haben wir hier? Einen sehr prächtigen Topaz mit einem Gewicht von ungefähr 50 Karat. Und sehr, sehr schönen, ganz klassisch geschliffenen Brillanten, die diesen Topaz sozusagen in den Mittelpunkt stellen und noch hervorheben. Das sind ungefähr 6 Karat. Was ist ein Topaz? Ein Topaz ist ein doch recht schöner blauer Schmuckstein. Vielfach, auch dieser hier, und das ist eine völlig übliche Praxis, ist der Wärme behandelt worden, um dieses Leuchten noch mehr hervorzuheben. Mhm. Ist jetzt nichts Schlechtes, aber macht die Intensität des Steines deutlicher. Das ist bei diesem Stein hier auch passiert. Ist ein Stein, den man auch in ganz unterschiedlichen Formen schleifen kann. Also hier facettiert in Ovalform, kann man natürlich auch eckig oder bombiert als Capuchon. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten und ist ein sehr beliebter Stein eigentlich, muss man sagen, weil die Farbe sehr schön ist. Ja. Und wie viel könnte es wert sein? Naja, hier sind wir jetzt nur bei dem Anhänger, also die Kette, weil die kann man ja wechseln. Das werden bei uns 2 Objekte sein. Mhm. Bei dem Anhänger sind wir bei einem Schätzwert von 6.000 bis 9.000 Euro. Ja. Ach so. Mhm. Okay. Aber wenn ich die Summe sehe, was da alles zusammenkommt, gratuliere ich Ihnen. Dankeschön. Ja. Zu dem Topaz gibt es ja aber auch noch die Ohrringe. Genau. Ja. Die konnten wir nur hier nicht tragen. Ja, klar, genau. Weil das hat sie sehr lange getragen. Also das dann mit der Zeit nicht mehr so. Aber das hat sie bis am Schluss getragen. Es ist auch sehr bad. Also es ist wirklich ein zeitloses Stück, eben weil es auch variabel ist mit der Kette. Also je nachdem, zu welchem Anlass oder mit welcher Farbkombination konnte man das auch gut eben wechseln. Das ist verständlich und man musste entweder nicht die Ohrringe dazu tragen oder kann je nach Anlass, je festlicher natürlich, umso mehr, würde ich sagen. Ja. Genau. Frau Klimo, Frau Hubert, danke vielmals, auch dass Sie uns das schöne Haus gezeigt haben, wo Ihre Mutter und Sie gelebt haben. Ganz herzlichen Dank für die Expertise. Sehr gerne, es war sehr spannend. Ich freue mich über diese schönen Schätzpreise. Ja, danke vielmals. Dankeschön. Dankeschön. Auch auf die Auswahl ihrer Möbel hat Editha Grobarowa sehr viel Wert gelegt. Diese Kommode aus ihrem Besitz weckt das Interesse von Möbelexperte Alexander Dozi. Diese Kommode stammt aus dem 18. Jahrhundert, ungefähr Mitte 18. Jahrhundert. Es handelt sich um eine italienische Kommode aus der Lombardei. Lombardei ist im Norden Italiens und eine der größten Provinzen. Warum wissen Sie, dass jetzt diese Kommode aus Italien und noch dazu genau aus der Lombardei kommt? Ist das ein Erfahrungswert? Wurden nur solche Kommoden dort gemacht? Wieso weiß man als Experte sowas? Das ist natürlich die Fülle der Erfahrungen, die einen dazu bringt, dass man mit der Zeit erkennt, aus welcher Gegend dieses Möbel stammt. Die bombierte Ausführung ist ganz typisch für diese Gegend. Natürlich sind Einflüsse aus dem Norden, aus dem Süden, aus verschiedenen Richtungen feststellbar. Aber das ist ganz typisch, vom Typus her ganz typisch aus der Lombardei. Die Beschläge passen dazu? Die Beschläge passen dazu, könnten original sein, werden wahrscheinlich im Zuge einer Restaurierung ergänzt worden sein. Aber sie sind auf jeden Fall aus der Zeit. Also sie sind sozusagen aus dem 18. Jahrhundert. Weil Sie gerade Restaurierung gesagt haben, für mich, wenn man es so anschaut und das Licht so ein bisschen draufhält, es glänzt relativ stark. Ist das sehr intensiv, soll man so sagen, restauriert worden? Ja, da muss ich Ihnen recht geben. Es ist ein bisschen zu stark glänzend restauriert worden. Das hat damit zu tun, dass wahrscheinlich eine österreichische Restaurierungsmethode Verwendung gefunden hat. Also in dem Fall sollte sie eigentlich gewachst sein. In Italien sind andere Mittel, die verwendet wurden, um ein Möbelstück zu restaurieren, im Gegensatz zu Österreich, wo in Österreich andere
Methoden angewandt worden. Aber sonst, abgesehen davon, ist der Zustand nicht so schlecht, oder? Sonst ist der Zustand okay. Die Gebrauchsspuren und Altersspuren sind erkennbar. Teilweise ein bisschen rissig oder ein bisschen Krakelbildung. Mhm. Stört aber nicht dadurch, dass das Nusswurzelholz hier Verwendung gefunden hat. Da fällt es dann weniger auf. Und hinten ist wieder irgendein ganz normales oder... Hier wurde im Zuge der Restaurierung die Rückwand ergänzt oder ausgetauscht. Wir haben da die Beine, die aus massiver Nuss sind. Und in der Regel wurde hauptsächlich bei italienischen Möbeln Pappelholz verwendet. Pappel billig. In Italien, schnell wachsendes Holz, günstig. Und, das ist der große Unterschied zu Österreich oder zum Norden, es wurden Eisennägel verwendet. Geschmiedete Eisennägel sollten verwendet worden sein. In dem Fall sind sie nicht mehr da. Mhm. Aber in der Regel wurde beim italienischen Möbel fast immer handgeschmiedete Eisennägel verwendet. Ja, weil man sieht hier noch, oder was ist aber nicht mehr so, Löcher, die offensichtlich Eisennägel beinhaltet haben, aber die nicht mehr da sind. Okay. Gut, dann würde ich bitten, ob Sie mir eine Schätzung sagen könnten, was diese Kommode oder einen Rufpreis... In Anbetracht des Zustandes hätte ich den Rufpreis mit ca. 1.500 bis 1.800 angesetzt. Schätzwert kann man ungefähr sagen 2.000 bis 3.000 Euro. Ein Wahnsinn, wenn man bedenkt, weil vor 10, 15 Jahren haben solche Kommoden, konnte man sie nicht unter 6.000 Euro erwerben. Jetzt natürlich eine zentrale Frage. Dieses Stück ist im Haus von der ganz berühmten Opernsängerin Edita Gruber-Hauer gestanden. Macht das die Sache wertvoller? Bringt das etwas? Oder spürt man, dass man dann für so ein Stück mehr bekommt? Also generell macht die Provenienz enorm viel aus, muss man dazu sagen. Für Kunden heutzutage ist es immer natürlich ein gewisser Stolz, ein Stück zu erwerben mit einer bekannten Provenienz, prominenten Person. Also ich nehme an, Menschen, Kunden, die mit dem musikalischen Sektor irgendwie in Verbindung stehen, haben sicher größeres Interesse, wie bei einem Klavier, das von einem berühmten Pianisten bespielt wurde. Also eine gewisse Preissteigerung ist da? Ist absolut möglich. Ganz herzlichen Dank. Wir haben viel erfahren. Gerne. Vielen, vielen Dank. Danke. Zu guter Letzt präsentiert uns Dimitra Reimüller noch zwei Gemälde, die das Haus von Edita Gruber-Hauer geschmückt haben. Mit welchem sollen wir anfangen? Ah, das überlasse ich im Prinzip Ihnen. Das darf ich mir aussuchen. Das dürfen Sie sich aussuchen in diesem Fall, ja? Also jetzt als Laie glaube ich, dass das etwas mehr wert ist als das. Deswegen beginnen wir mit dem. Vielleicht bin ich auch ganz falsch. Also wir beginnen mit dem. Frau Gruber-Hauer war ja ein sehr kunstsinniger Mensch und natürlich auch hat sie auch die Malerei begeistert. Und ich glaube, diese zwei Stücke repräsentieren sie eigentlich ganz gut. Das eine eben die Dame am Klavier. Offensichtlich... möglicherweise mit ihrem Lehrer. Er schmachtet sie so. Ja, so ist es. Ja, oder? Ich denke, vielleicht ist es ihr Lehrer. Sie haben auf jeden Fall Blickkontakt. Ja. Er sucht den Blickkontakt. Ist vom Wiener Porträt- und Genremaler Alois Heinrich Briechenfried. Rechts oben kann man die Signatur ganz gut lesen. Muss ich den und kennen? Ich merke schon, Sie kennen ihn nicht. Ich hab nie gehört. Ist wirklich ein lokal bekannter Künstler. Wenn man ihn in den einschlägigen Lexikas nachschlägt, wird man ihn auch nicht finden. Aha. Also im internationalen Kunstlexikon findet man ihn nicht. Im österreichischen Künstlerlexikon findet man ihn natürlich. Es ist ein Maler, 1867 geboren und 1953 verstorben. Das heißt, man sieht, er hat im Stil des 19. Jahrhunderts gemalt, naturalistisch gemalt. Hier eben ein absolutes Biedermeier-Interieur dargestellt. Dame am Klavier, wie gesagt, mit dem schmachtenden Cellospieler. Mhm. Ob es jetzt der Lehrer ist, weiß man nicht. Aber alles, was dazu gehört. Biedermeier-Möbel, Bücher. Ich nehme an, hier im Hintergrund entweder Aquarelle oder eben Lithografien. Möglicherweise vielleicht auch
von Musikern. Sehr schön die Stofftapete am Klavier, Stockrosen und vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, ja? Ein japanischer Paravent. Der zu der Zeit sicher nicht existiert hat, oder? So ist es. Ja, so ist es. Ja. So ist interessant. Es. Ja, also es ist also ein bisschen, sind alles ein bisschen Versatzstücke verwendet worden. Und ich nehme an, Frau Gruber-Ruber hat das einfach aus ihren Musik. Verständnis und Liebe zur Musik eben gehabt. Und die Töchter haben ja im Vorfeld der Sendung ja ein bisschen was erzählt. Sie hat eben gesagt, dass die Mama, die Mutter immer nur sich mit den Dingen umgeben hat, die ihr wirklich gefallen haben, die ihr Freude gemacht haben. Ja. Also der Wert wird sich jetzt nicht der wahnsinnig... Der Wert hält sich wirklich in Grenzen. Wir werden es dann im Rahmen einer Auktion mit einem Rufpreis zwischen 600 und 800 Euro anbieten. Okay. Ja, es gibt auch heute noch genug Musikliebhaber, die sich das vielleicht hinhängen können. Dann kommen wir zu dem, wo ich nur vermutet habe, dass es vielleicht ein bisschen mehr wert ist. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Stück. Die Töchter haben mir eben eingangs erzählt, dass das eines der Lieblingsstücke ihrer Mutter war. Und was für uns, auch für mich eben verwunderlich ist, das ist ein dänischer Maler. Aha. Ja, Carl Friedrich Argard. Wir haben es hier voll signiert und auch datiert, 1878. Mhm. Sie sehen schon, die Lebenszeiten sind komplett andere. Er ist 1833 geboren und noch im 19. Jahrhundert, knapp vor der Jahrhundertwende auch verstorben. Wie gesagt, dänischer Landschaftsmaler. Ist das Dänemark oder das wissen wir wirklich? Das kann ich nicht genau sagen, denn wie gesagt, 1878 und er war ein Jahr vorher nachgewiesen mit einem Stipendium für ein Jahr lang in Norwegen. Aha. Und von Norwegen hat er eine Unzahl von Bleistiftskizzen mitgebracht, die er dann zu Hause im Atelier, das waren dann die Grundlage, die Basis für seine Ölbilder. Aha. Das heißt, es kann durchaus auch eine Landschaft in Norwegen gewesen sein. Aber was für seine Bilder typisch ist oder was man immer hat, er ist bekannt für sein Licht. Mhm. Im Norden, man hat ein eigenes Licht, ein ganz klares Licht. Er hat unwahrscheinlich diese Waldlandschaften. Nur waren bei ihm, anders als wenn wir hier in Österreich und in Deutschland eine Waldlandschaft haben, die sind immer wirklich lichtdurchflutet, sonnendurchflutet. Man kann den Himmel sehen, immer den blauen Himmel. Er hat meistens Frühlingslandschaften gemacht. Ich konnte keine einzige Winterlandschaft von ihm finden. Okay. Das heißt, es ist sehr gefällig gewesen. Er hat die Landschaften meistens mit Kindern belebt. Ja, bei einer Tätigkeit beobachtet. Hier in diesem Fall sind das zwei kleine Fischer, die ihre Angelrute, ist das ein Fluss, ein... Man weiß es nicht genau. Aber auch immer ziehen Flüsse durch seine Waldlandschaften. Mhm. Also es sind sehr kontemplative, sehr besinnliche, sehr freundliche Stücke, die man quasi leicht entschlüsseln kann. Ja. Und dieses Bild ist eines ihrer Lieblingsstücke gewesen. Die Kinder haben mir erzählt, dass sie, die Mutter, die Frau Gruber-Ruber, sie immer darauf hingewiesen hat, bitte schaut euch dieses wunderbare Licht an. Sie hatte die Natur, den Garten geliebt. Und was ich vielleicht noch kurz erwähnen möchte, wenn man sich das Bild von der Rückseite ansieht. Wir wissen ja, Frau Gruber-Ruber war viele Jahre hier in Wien. Sie hat hier ihren Anfang genommen, ihre Karriere. Dieses Bild ist im Dorotheum gekauft worden. Ah, ja. Und, konnten Sie recherchieren, wann? Es muss so Anfang bis Mitte der 80er Jahre gewesen sein, von der Nummer her. Aha. Also definitiv im Dorotheum. Sie ist gerne ins Dorotheum gegangen, wurde mir gesagt. Und das ist ein Stück noch aus dieser Wiener Zeit. Hat sich das merklich im Preis verändert? Sind diese Art Bilder ziemlich gleich geblieben? Oder? Die sind, also es sind eher, muss ich sagen, ein bisschen... Gefallen? Etwas gefallen. Es ist ja nicht mehr, man muss schon die richtige Wohnsituation auch haben, um sich das hinzuhängen. Wenn man sich das anschaut, über viele Jahre eigentlich habe ich hinten nachgeschaut, sind die schon etwas gefallen. Okay. Wenn man natürlich was Italienisches hat, das hat immer Saison. Und hier muss sich eben ein Liebhaber finden. Daher würde ich so etwas am heutigen Markt einmal einschätzen mit, sagen wir mal, 1.500 bis 2.000 Euro. 1.500 bis 2.000, ja. Jetzt muss ich jetzt noch eine Sache fragen. Hat das einen deutlichen Mehrwert, weil es von der Frau Gruber-Ruber
kommt oder hält sich das in Grenzen? Das spielt eine Provenienz spielt immer eine Rolle. Und wir haben ja schon sehr viele Auktionen in diesem Sinne gehabt. Und es zeigt sich, dass diese Sachen dann wirklich von Liebhabern auch gekauft werden. Und es werden auch teilweise wirklich Liebhaberpreise dafür gezahlt, wenn man ganz einfach ein Stück von der Person auch haben will. Okay. Ja. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Vielen, vielen Dank für Danke die Expertise. Danke. Und schauen wir, was die Sachen bringen. Ja, toi, toi, toi. Danke. Damit sind wir leider auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. In unserer nächsten Sendung schätzen wir wieder Fundstücke und Antiquitäten aus dem Besitz unserer hoffentlich treuen Zuseherinnen und Zuseher. Sollten Sie selbst einen interessanten Gegenstand besitzen, über den Sie gerne mehr erfahren möchten, dann schreiben Sie uns bitte an wasschätzensie@orf.at. Und vielleicht sind Sie dann schon mein Gast in der nächsten Sendung. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen unterhaltsamen Abend auf ORF 3. Auf Wiedersehen.